Einen wunderschönen guten Tag, Nalu. Ich glaube, die Aufnahme habe ich schon verkackt am Anfang, aber ist egal, ich bleib drin. Einen wunderschönen guten Tag, Nalu. Ich begrüße euch alle herzlich zu Stretchy, die Command World War One gegen den Düttmann. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe jetzt gerade eben eine kleine Sache festgestellt, die etwas unschön ist, die ich irgendwie falsch interpretiert habe, aber ich muss die nochmal nachsehen. Denn das ist mir auch das erst nachdem der Düttmann mir das jetzt bestätigt hatte, ist mir aufgefallen, dass die Niederlande er trotzdem noch die 65 MPP bekommt. Und das war ja mal eine Zeit lang weg. Da war der Niederlande aber komplett auf Entente-Seite. Ich dachte, er kriegt die erst ab 20%. Das ist eine Fehleinschätzung gewesen. Das ist etwas sehr ungeil. Also hat er jetzt ewig lange Runden schon wieder das Geld reinbekommen und wir haben eigentlich sinnlos da MPP reingebuttert. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Was? 1 zu 7? Boah. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder... Ah, die Inder sind weg. Okay. Aha. Das hier ist doof. Es ist nämlich Brest-Litowsk in... doch in irgendeiner Form in Bedrängnis. Okay. Ja, der Aufklärer, das war totale Kacke, ne? Dass der jetzt da gespawnt ist. Konstante. Ah, okay. Ich glaube, die Hafenstadt, wollte ich gerade sagen, lassen wir sonst einfach stehen. Ach nee, jetzt greift er die Kavallerie. Okay, die Kavallerie hat er nicht angegriffen. Nein, nein, nein. Ach, Gott sei Dank. Er zieht sich hier zurück. Das ist gut. Ah, der hat da was reingezogen. Okay, die Österreicher haben jetzt auch Stufe 1. Ich würde am liebsten mit dem Zerstörer jetzt das da bekämpfen, ne? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, aber worauf ich eben hinaus wollte. Erste Möglichkeit ist, wir buttern jetzt noch mehr Punkte rein oder wir erklären einfach den Niederlanden den Krieg. Wir müssen mal reingucken, wie viele Möglichkeiten wir zur weiteren Beeinflussung davon haben. War natürlich sehr nett von ihm, dass er das mir gesagt hat, aber... ja, müssen wir jetzt mal sehen. Ein U-Boot bietet bereit, blablabla. Aber es wird vorschlagen, dass stattdessen in einen russischen Hafen Aschinalsk zu schicken. Hier, Aschinalsk? Nee, wir schicken ihn. Nein. Ja, wir müssen uns mal so ein bisschen drüber nachdenken. Okay, wir könnten jetzt hier reinlaufen. Der kann sich keinen Schritt bewegen. Was sind das für eine dämliche Kacke? Oh. Oh, oh, oh. Ich überlege gerade. Ihn hier hin. Jo. Passt. Passt. Jetzt müssen wir hier mal sehen. 3. Ja, der hat halt noch nicht die Dingens, ne? Die Infanteriewaffen. Das ist schon ein Problem für den Italiener. Ist Trient wichtig? Oh, Trient ist wichtig! Trient ist wichtig.
Dafür bräuchten wir hier Truppen. Vielleicht einen Engländer. Ja, müssen wir mal gucken. Denken wir drüber nach. Das hier ist, glaube ich, jetzt gar nicht mal so unwichtig. Jetzt haben wir Serbien wieder befreit. Okay. Okay. 5-4. Lebenspunkte. Das hier ist Sumpf. Will ich ihm einfach den Sumpf geben? Infanterieausrüstung Stufe 1. Der hat die noch nicht. Ah, er kann da rein, aber er auch. Ja, der Rumäne muss erstmal besser werden. Das ist sonst nicht gut. So, du gehst mal nach da. Einbunkern. Was ich mit dir mache, weiß ich noch nicht. Du gehst jetzt erstmal nach hier. Ah, damit haben wir jetzt erstmal genug Nachschub hier. Sumpf. Du hast gar nicht genug Nachschub hier. Ah, jetzt doch. Okay. Ja, lassen wir es mal so. Mit Rumänien ist das in Ordnung. Mal gucken, was wir mit dir machen. Wie gesagt. So, jetzt könnten wir hier rein oder hier rein. Das ist jetzt die Frage. Wir können den hier leicht abschneiden. Wie sieht es denn MPP-mäßig hier aus? 4, 6. Geh mal ruhig dahin. Das machen wir diesmal aggressiv. Er ist jetzt die Frage, will ich hier durch oder will ich hier? Ah, eigentlich hier. Ich will ihm unbedingt die Mine wegnehmen. Das ist viel, viel wichtiger. Anstelle jetzt irgendwas anderes. Der muss ein bisschen immer MPP verlieren. 4. Okay. Sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, weil er nicht viel weiter reinkommt, wie wir es jetzt machen. Also, du kannst jetzt erstmal einen Schritt nach vorne. Da stehe ich im Sumpf, das gefällt mir nicht. Du kannst einen Schritt nach vorne, du kannst einen Schritt nach vorne. Du gehst mal nach hier. Hier wird es langsam was dünn. Ja. Du. Tauschen. Verschanzen. Das finnische Korps muss auf jeden Fall hier nach Brest-Litowsk, das ist klar. Auffrischen. Diese zwei Murmeln. Ja, passiv ruhig. Ich überlege, hier einen Schritt zurück zu machen. Andererseits, dass hier in Krakau ist, ist eigentlich schon ganz nice, ne?
kann ich jetzt wieder da nicht rein, ey. Das kann ich benutzen, um irgendwas jetzt kurzfristig zu sichern. Sevastopol. Die Überlegung ist vielleicht hier hinzulaufen. Oder die Verschanzung drehen. Mal gucken, ob es was bringt. Bringt ihm vielleicht die Versorgung durcheinander? Vielleicht, weiß ich nicht. Müssen wir mal sehen. Selbst wenn es 1 zu 2 ist, ne? 1-1, das ist gut. Das können wir so weitermachen. Pristna ist verteidigt. Ich glaube, der könnte hier Partisanenverbände bekommen. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay. So. Jetzt können wir ihn benutzen, um irgendwo zu landen, ne? Das machen wir nächste Runde. Er muss weg, haben wir gesagt. Wieso bist du so viel schneller als wie der, ist klar, aber wieso wie der? Moral? Nach wegen der Versorgung wieder. Dann machst du aber bitte diesen Angriff. Weil du willst da rein, dann tauschen wir hier durch. Dann machen wir so. Okay. So. Dann arbeiten wir uns langsam auf Mühlhausen und Metz zu. Du gehst jetzt mal kurz hier rein. Ich kann dich nicht tauschen, schon mal. Du hast auch nur 4 Geschosse. Verstehe. Also ich kann höchstens hier mal tauschen. Ich kann den mal nach da bringen. Ach, weißt du was? Wir probieren's. Oder? Ich denke drüber nach. Eigentlich müsste ich. Die Engländer sind frei, komplett. Ich krieg die französische Front mit den Franzosen hin. Ich kann Elite geben. Ich krieg die französische Front mit den Franzosen hin. Okay. Das ist die Überlegung jetzt für Niederlande. Ich könnte aber zweimal noch in die Niederlande buttern. Ich glaube, das mache ich. Okay. Aber wir könnten auch noch hier auf Norwegen verzichten. Dann gehen wir nochmal in die Niederlande rein. Ah, komm. Das passt. So, jetzt muss man überlegen, wollen wir das hier freimachen? Ich sag einfach mal ja, ne? Ach, ich komme da nicht dran. Okay, ja gut, dann ohne. Zwei.
Vier. Warum sieht der das hier nicht rein? Das ist doch Kacke, weil dahinter steht eine Einheit. Dahinter steht keine Einheit. Okay. Selbst wenn die Kavallerie stirbt, war es das hier wert. Gut, den Jagdflieger, den wollen wir mal auffrischen. Da bringen wir jetzt noch ein paar Engländer hin. Ist schon okay. Den Franzosen nach hier. Die Engländer übernehmen das jetzt doch hier oben. Geh mal nach hier, das passt. Okay. Du machst mal eine Landung fertig. Du musst aber noch nicht losduckern. Das ist okay so. Wir haben gesagt, wir wollen einen von diesen Häfen, ne? Das sollte ich ja nächstes Mal einfach vorbeifahren können. Dann gebe ich mir nämlich nochmal Lebenspunkte. Das ist okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mache ich noch was? Lebenspunkte. Keiner mehr? Alle zufrieden? Sehr schön. Okay, du kriegst jetzt erstmal das, dann kriegst du das. Die anderen sind mir erstmal egal. Falscher Flieger. Falsches U-Boot. Ich wollte den hier eigentlich angreifen. Okay. Okay, die Front ist nicht so geil versorgt. Jetzt müssen wir das mal echt mal ein bisschen planen, ne? Okay, so ist besser. Hier haben wir einen Versorgungsengpass. Ich brauche noch einen HQ von den Russen, aber mal sehen. Ja. Passt. So. Du. Jo, ist egal. Wieso ist er nicht da reingegangen?
Mir fehlt hier eine Einheit. Diese eine Abteilung, die ganz am Anfang mal gestorben ist, ne? Okay, so. Den buttern wir jetzt mal dahin, nach Ägypten. Jetzt können wir uns mal hier was überlegen. Dass der nicht gestorben ist. Na gut, dann wird er nächste Runde dafür sterben. Dann wollen wir hier nach Jerusalem. Müssen wir erstmal gucken. Könnten einen Schritt näher ran machen. Die Munition muss wieder aufsparen, das ist okay. Du kannst ruhig mal nach da. Da müssen wir jetzt eins nach dem anderen wegnehmen. Ich glaube, es läuft aber immer noch gut. Und du hast dich noch nicht verschanzt. Mach das mal, das passiert mir echt zu schnell beim Vorrücken. Drei Murmeln, ne? Das ist gut. Das ist gut. Du Infanterie, Aufklärungsbomber ist jetzt. Ja, okay. Sieben. Ich hätte noch so gerne noch eine zweite Kavallerie gerade da, ne? Griechische Abteilung, endlich. Französisches Korps. Wollen wir das hier hinbringen? Oder sagen wir eigentlich mehr hier, ne? Mehr hier. Andererseits haben wir da eigentlich genug Truppen. Hier würde es ein. Würde es hier einen Unterschied machen? Weil die Griechen sind jetzt eigentlich schon ganz gut dabei, ne? Ah, nee, lassen wir jetzt erstmal hier. Ist schon okay. Können wir besser durchtauschen. Okay. Das ist gut, so, dass wir das da durchtauschen konnten. So. Der Russe, immer eine Technologie pro Dingens. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Faustregel. Ich glaube, ich habe den auf Stufe 12 ge. Nee, habe ich noch nicht. Ich könnte dem Luftwaffe 1 geben. Das ist schon mal gut. Dem geben wir das mal. Dafür Elite noch. Dem Bomber. Da werden wir schon gerade den nicht benutzen. Die Grabenkriegsführung ist klar, da sind wir schon voll am Reinbuttern. Hier die Produktionstechnologien wären schon nice. Andererseits kämpfen wir doch echt mit wenig Logistik. Teilweise. Mach das mal höher. Das glaube ich ganz gut. Und mit 100. Ich brauche einen neuen Befehlshaber. Ich glaube, ich spare die Punkte einfach. Ich spare die Punkte einfach. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so doof für nächste Runde. Wobei wir auch sagen können, hier Produktionstechnologien, damit wären die ja auch billiger. Okay, 60 Punkte bräuchte ich dafür. Ich hätte das zweimal machen sollen. Ich könnte das hier einmal abziehen, genau. Und dann einmal hier reinsetzen.
Die Produktionstechnologien sind am wichtigsten gerade, dass wir hier vernünftig Truppen dann wieder auch günstig nachbekommen. Das Problem ist, wenn ich den hier hinbringe, schneide ich die zwar ab, grob, aber dann kann der noch eingekesselt werden. Das hilft mir halt eigentlich nicht weiter, ne? Das hilft mir nicht weiter. Und da ist im Sumpf. Oh, ist okay. Der kann sich gerne für mich in den Sumpf stellen. Okay, ich glaube nicht, dass der das Problem aus dem Norden, aus hier kommt, sondern von hier. Okay. Überlegung ist auch, dass Tilsit mal eine Abteilung bekommt. Aber dann kann ich die Truppen nicht sparen. Rumänien. Oh. Klar, holen wir den günstigen Rumänen wieder. Vielleicht einen Aufklärungsbomber. Ja, den günstigen Dingens. Das ist okay. Das kann jetzt an Land günstige Truppen holen, ne? Die Arti. Ja, wir brauchen die belgische Artillerie. Ist doch ein Träumchen, dass der Belgien angegriffen hat dadurch. Okay, da müssten wir einfach nur sparen, diese Runde. Hierauf können wir verzichten. Das, oh, dadurch können wir die belgische Artillerie, glaube ich, holen. Die müssten wir dann vor Ort aus upgraden. Aber ist ja nicht schlimm. Das können wir noch im Nachhinein machen. Ja, dann haben wir eine belgische Artillerie. Sehr schön. Sehr schön. Frankreich hat keinen Bündnispartner. Koloniale Korps. Haben die eigentlich einen Unterschied? Ich meine nicht, ne? Okay. Brauchen die noch irgendwas in der Forschung exzessiv? Die sind wir schon am Tech mit zwei, also mit einem drüber. Das reicht meiner Meinung. Da müssen wir nicht weiter pushen. Das hier pushen wäre ganz nett. Weil wir ja immer mehr Truppen bauen aktuell. Da müssen wir nichts mehr reinstecken. Marinewaffen. Weiß nicht. Ist es jetzt eigentlich nicht wert? Weißt du was? Wir gehen jetzt hier auch auf die Erdwaffen mal. Das finde ich gar nicht mal verkehrt. Dafür haben wir noch den kolonialen Trupp. Wir können hier auf jeden Fall noch eine Aufklärung. Jetzt haben wir zwei Aufklärungsflieger. Bei England lohnt sich das auf jeden Fall, weil der kann hier einen holen. Und hier einen. Das sind drei. Vier. Wir könnten vier Aufklärungsflieger bei Dingen tun. Könnte der überhaupt beim Griechenland? Der könnte auch nochmal eine Artillerie holen. Das wäre vielleicht sogar noch besser gewesen wie als beim Belgier. Dass wir hier eine Arti haben. Habe ich total vercheckt, ne? Gibt der Engländer Geld ab? Gut, ich will nur eine Sache jetzt mal checken. Tatsächlich steht hier gar nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass 20% Niederlande ist. Dass man die 20, unter die 20% bleiben muss, aber es war falsch. Schlecht. Na gut, jetzt haben wir da ziemlich viele Punkte reingebuttert. Das sollte klappen. Sollte klappen. Ja, die Front kann er nicht vergrößern. Die haben wir bald weg. Also auf jeden Fall Arti nur eins. Das ist okay. Wir könnten uns auch hierauf konzentrieren. Dann könnten wir Luxemburg befreien. Weil ich überlege gerade, die durchzutauschen. Können wir ja machen, ne? Weil. Dadurch haben wir eh die Möglichkeit, da anzugreifen oder hier anzugreifen.
Der Angriff wird nicht viel bringen auf Metz. Wobei, nächste Runde könnten wir Metz angreifen, ne? Metz und Luxemburg. Andererseits können wir auch hier rein. Dann können wir, dann haben wir Safe Metz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dem gehen langsam die Männer aus. Verluste. Der Deutsche hat am meisten verloren. Okay. 28 Kurs. 3 Semin. Das ist aber selber mehr reingefahren wie ich. MPP. Seit ein paar Runden richtig böse Verluste. 800 Punkte hat er knapp verloren. Der Ösi geht. Der Osmane nicht so gut. Hier? Ach stimmt, ich habe Industrie getaggt, ne? Ich wollte gerade sagen, wieso ging das gerade so hoch? Ja, okay, wir haben jetzt einen harten Eco-Vorteil. Einen richtig harten Eco-Vorteil. Ja. Italien könnte sich ein Jäger verbessern, aber das sehe ich jetzt nicht, dass es das irgendwie wert wäre, ne? Ich finde es immer noch gut, dass wir das montenegrische Korps haben. Und die belgische Artillerie wird unter dem belgischen Kommando stehen. Fällt mir gerade mal so auf. Und ich musste mal die Typen mal nach vorne bekommen. Das passt, okay. Okay, den haben wir gerade da positioniert, den haben wir auch gerade eben erst positioniert. Das soll so aussehen, als würde ich mich auf Dinge fokussieren und mich einfach nur da verklickt haben. In der Hoffnung, obwohl ich will ja eigentlich da gar nicht landen, ne? Weil ich das nächstes Mal gar nicht schaffen würde, von der Reichweite her. Der hat nämlich nur 4, ne? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Könnte ich hier landen und nach da gehen, aber wird mir nicht viel helfen. Wird mir nicht viel helfen. Uiuiui. Uiuiui. Wir müssen langsam mal irgendwie noch ein paar Dinge erobern, glaube ich. Also, dass wir vielleicht Serbien zurückgeholt haben. Ja, mal gucken. Serbien wieder befreit. Die Entwicklung zwischen Infrastruktur in Petrograd und Murmansk steht vor dem Abschluss. Okay. Die Britin Flora Sandes beginnt ihre Laufbahn der serbischen Armee. Was? Die ist doch weg. Also, okay, Serbien existiert jetzt gerade irgendwie wieder, aber nein, ist eigentlich weg. Okay, Panzerkriegsführung Stufe 1. Infanteriekriegsführung Stufe 2. Achso, ja. Produktion. Die Sache ist, wir kriegen zwar richtig viele Punkte rein, auch besonders beim Russen, aber die Moral, ne? Die Moral ist so weit runter einfach nur. Das ist Katastrophe. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.